Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, kurz vor so einem Labyrinth, glaube ich. Sieht zumindest nach einem aus. So ein Irrgarten. Bin jetzt gespannt, was wir hier erleben werden. Boah. Ja, normale Menschen. Okay. Ich habe jetzt gedacht, hier wäre es irgendwie gefährlicher oder so. Hier sind nur normale Menschen. Was haben wir denn hier? Wir stecken mal die Waffen ein. Vielleicht können wir hier irgendwen fragen. Moin. Rumors. Was wissen die? I do not have any proof of this, but you must believe me. I know Lord Torbald is an imposter. Not only that, he is a cannibal too. Lord Torbald ist ein Verräter und ein Kannibale. Okay. So. Was gibt's hier? Fang leer. Wir fangen dort. Sorry, friend. I thought that was just a myth. Okay, die kann mir nicht weiterhelfen. Dann suchen wir mal einen Ausgang. Das hier sieht nach Ausgang aus. Und zücken mal wieder die Waffe. Weil, wir sind draußen. So, wohin führen die Straßen jetzt eigentlich? Was ist denn das? Lass mal nach Westen. Da Westen. Nordwesten geht auch. Müssen hier jetzt nicht langsam die Straßen da sein? Also da. Da ist wieder so ein Dorf, glaube ich. Aber jetzt will ich wissen, was das da ist. Süden müssen wir wieder. Ach, hier ist die Straße. Moin. Hä? Wo? So. Wo haben wir jetzt die Tür? Direkt hier vorne. Okay. Oh, Dungeon. Wir speichern eben ganz kurz. Ja. Yeah. Und dann betreten wir das mal. Mal gucken, was wir hier finden. Ja. Das ist ein richtiger Dungeon. Digga, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass er uns so auseinander nimmt. 29 Gold. Die können wir alle verkaufen, glaube ich. Nachtklinge war das. Nightblade. Okay. Ich hoffe, das ist der Ausgang. Digga, der hat uns so auseinandergenommen hier. Keine gute Idee, hier weiter rein zu drinnen zu bleiben. Friedhof, okay. Wo sind wir jetzt? Sieht nach einem Dorf aus. Ich hoffe, hier ist eine Taverne. Moin. Okay, hier geht's nur im Kreis. Ja, dann lassen wir lieber weiter Richtung Süden.
Ja. War ein bisschen überrascht. Aber wir müssen ja immer noch nach Hammerfell irgendwie einen Weg finden. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, wie riesig diese Welt ist. Oh, was haben wir hier? Bitte deine Taverne. Bitte seine Taverne. Nee, leider keine. Was sagt denn die Uhrzeit? Wir haben schon 11.52 Uhr. Ja, 12 Uhr schon sofort. Oh, hier ist eine Brücke. Nice. Vielleicht wird sie eine Stadt. Ein Heiler. Heiler geht auf. Ja, you enter the Conclave of Faith, hoping that your spirits can be lifted on this cold, overcast day. You can hear chanting in the distance. Okay, ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie doch so eine Art Dungeon. Aber nee, das war ganz klar eine heilige Halle. Moin! Du kannst mir bestimmt... Ja. Danke. Was heißt hier Bless? How much do you wish to donate? Nee. Lassen wir mal. Dann gehen wir mal wieder weiter, zücken unsere Waffe und raus hier. So. Ah, ist... Das ist eigentlich geil. So ein Kloster auf so einer Insel. Aber wir müssen dann jetzt wieder nach dem Norden. Gut. Ich hoffe, für euch ist die Lautstärke dieses Mal in Ordnung. Denn ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die Musik vom Spiel selber ein bisschen doch zu laut war in den Aufnahmen. Und nachdem ich auf OBS das hier aufgenommen habe und über Shotcut dann hier ein bisschen geschnitten, dran gearbeitet habe und so, konnte ich jetzt auch nicht direkt die Lautstärke hier anpassen, ohne dass auch meine Taverne... Oh, wir hätten hier hingehen können. Egal. Egal. Da ist wieder eine Brücke. Ich konnte halt nicht die... Okay, interessant. Ich konnte jetzt auch nicht, leider nicht die... Hier ist wieder ein Dungeon. Yo. Wasserfestung. Dann gehen wir mal darum. Also, um jetzt wieder dieses Thema anzufangen. Und jetzt leider nicht die Laut über Shotcut, die Lautstärke von der Musik und das, was ich gesprochen habe, getrennt hoch und runter regeln auf Shotcut. Musste ich schon über OBS dann machen. Während der Aufnahme. Ich hoffe, dieses Mal passt es besser. Dass diesmal besser läuft. Dass man mich besser versteht. Oh, wir haben hier wieder eine Taverne. Und einen Irrgarten. Okay, da geht's nicht weiter. Dann heißt es Richtung Süden. Das sieht gefährlich aus vielleicht. Genau, hier lang müssen wir.
Hört er das? Oder habe ich... Hä? Okay. Oder warte, ist da vielleicht irgendwas auf der Insel? Interessant, wo wir hier gelandet sind. Aber hier ist keine Straße mehr. Was ist das denn? Kann ich nicht kaputt machen, okay. Wo sind wir? Hier führt es nirgendwo hin. Das heißt, wir müssen hier Richtung Süden. Ja, wir müssen die Südstraße hier nehmen. Aber ich finde es interessant, wie riesig jetzt Reach Corrugate ist. Ich würde gerne auch mal irgendwie was Neues sehen, entdecken, was auch immer. Jetzt will ich wissen, was ist das? Ist das einfach nur eine Brücke oder wie? Ja, das ist einfach nur eine Brücke. Wir müssen hier runter. Oder zumindest mal eine neue große Stadt. Das wäre auch schon mal ein Anfang, finde ich. Wenn wir mal wieder eine größere Stadt entdecken. Also wenn wir hier mal auch auf die Map drücken, dass hier oben auch mal was anderes steht außer Reach Corrugate. Wäre mir auch mal lieber. Aber sowas zeigt dann auch wiederum nur, wie riesig das Spiel ist. Oder es zeigt einfach nur, wie dumm ich bin, hier einen Weg rauszufinden. Wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwie spezielle, ich nenne das jetzt mal Schnellreisefunktion hier, womit wir dann in nächste Gebiete kommen. Und ich weiß nur nichts davon. Ja, jetzt gehen wir wieder Richtung Osten. Toll. Wir müssen aber nach Südwesten. Aber wir folgen halt der Straße. Falls jemand von euch in den Kommentaren oder so weiß, also von euch Zuschauern, wie man wirklich in die nächsten Orte kommt und so, schreibt mir das bitte wirklich in die Kommentare, weil ich weiß das wirklich nicht. Ich habe ja für euch extra schon von dem, was ich bisher selber rausfinden musste oder auch ein bisschen durch Internet googeln und also stinkalte Seiten kam und das erklärt wird, muss ich halt die Infos selber so zusammenfuchsen und habe dann extra für euch dann so ein kleines Video gemacht, weil sowas gab es auf YouTube gar nicht. Ein Tutorial, so ein Guide. Kann sein, dass es immer noch fehlerhaft ist, was ich da gemacht habe. Dass da vielleicht einige Infos noch nicht ganz stimmen, aber in dem Fall, wenn ich dann des Richtigen belehrt wurde und dann so rausfand, wie das ist, entweder durch euch in den Kommentaren oder durch selber rausfinden, durch Spielen und so, werde ich natürlich dazu auch ein Update-Video machen, wo es dann alles nochmal richtig gestellt ist. Und vielleicht mache ich dann daraus, wenn es mehr wird, eine eigene Playlist zu. Wo die denn jetzt hier gelandet? Ah, wieder eine Taverne. Okay, und hier geht's raus.
Aber wir haben es ja noch nicht später. 1:30 Uhr, okay. Wird langsam später, so beziehungsweise schon Mittag. Eigentlich ist wieder Wasser zu sehen. So, Wichten. Ja, aber ich würde jetzt wirklich gerne auch mal eine größere Stadt wieder antreffen. Wir müssen auch ein bisschen wieder Gold sammeln. Guck mal, wie wenig Gold wir jetzt noch haben. 332. Obwohl, das geht ja noch, aber 72 Leben, das ist noch gut. Also, hier die Dinger müssen wir, Magic Defense müssen wir auf jeden Fall noch erhöhen. Wir müssen Willenskraft stärken, damit hier zumindest mal auf Plus sind. Und das andere brauchen wir dann nicht unbedingt, sondern nur um das zu stärken, Stärke, und das zu verstärken, Willenskraft. Und unser Level müssen wir auch noch mal irgendwie schaffen zu erhöhen. Und wir reisen hier schon durch die halbe Weltgeschichte und sind noch Level 3. Sind wir doch Level 3, oder? Level 3, genau. Was ich am Überlegen bin, könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob es euch lieber wäre. Ob wir nicht vielleicht die Ingame-Musik von Arena ausschalten und dafür diese Musik von Skyrim, Oblivion, Morrowind und so, die im Hintergrund da immer läuft, wenn man die Welt erkundet und so, dass wir das nicht einfach mal abspielen. Weil die Musik von Arena ist irgendwie immer nur die gleiche, gefühlt. Und glaube ich nur insgesamt 3 oder 4 Songs, Songs sage ich jetzt mal. Und ich muss auch bedauerlicherweise sagen, finde ich zwar schade für das Spiel, weil, okay, es ist auch nicht gerade gut gealtert, meiner Meinung nach. Ihr könnt gerne es anders sehen und so weiter, respektiere ich auf jeden Fall. Meiner Meinung nach nicht gerade gut gealtert. Aber ich habe mich auch schon von der Musik, die hier ist, satt gesehen oder satt gehört. Und es heißt ja nicht, wenn ich jetzt die, sage ich jetzt mal, von Morrowind die Musik dann abspielen würde stattdessen. Es heißt ja nicht, dass wir dann nur noch die von Morrowind abspielen werden. Man kann auch jederzeit gerne mal wieder auf die Musik von Arena wieder zurückgreifen oder zurückeinstellen. Ich glaube, heute machen wir mal auch eine etwas längere Folge, weil ich bin hier nur am Laufen. Und bisher erleben wir noch nicht so wirklich die dicken Abenteuer, weil wir noch zu schwach sind. Ja. Irgendwann müsste doch mal eine Stadt kommen oder irgendwie zumindest die Grenze von Himmelsrand, von Skyrim. Dass wir dann als Beispiel Oblivion Cyrodiil erreicht haben oder so. In das Kaiserreich, wisst ihr? Wäre auch schön, wenn wir das mal erreichen würden. Weil wir jetzt so lange nach Süden reisen hier. Nach Süden, Westen so. Müsste doch irgendwann mal eine Grenze kommen.
Laufen wir die ganze Zeit im Kreis, oder? Wir laufen die ganze Zeit im Kreis. Wir laufen doch in Richtung Süden, ne? Die ganze Zeit. Laufen wir im Kreis? Hier waren wir doch schon. Hier alles gleich, wir gehen mal da lang. Komm, wir laufen mal durch den Wald. Ist das normal? Ne, hier ist das. Hä? Das ist doch nicht normal. Ich glaube, wir laufen wirklich im Kreis. Oh, es wird dunkler. Wir haben es auch schon 2.48 Uhr. Können die mal fragen, moin, wo ist denn nearest inn? No, I might be wrong, but I'd look north of here. Ja, aber nach Norden wollen wir ja nicht. Gehen wir mal dahin weiter. Sind wir hier in einem Loop gefangen? Seht ihr das? Das ist alles hier immer gleich. Ist das normal oder? Oder täusche ich mich hier, oder? Oder hat das schon was mit einer Quest zu tun oder sowas? Oder ist hier irgendwie was Wichtiges, dass ich hier nicht rauskomme? Weil ich mache mir jetzt gerade schon ein bisschen Sorgen, dass ich hier jetzt in einem Loop gefangen bin. Bitte sag mir, ich komme hier jetzt raus. Aus diesem Loop. Ja, Digga, kann doch nicht sein. Ich glaube, ich stecke hier fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Moin?
So, nearest inn. I'm pretty sure it's northeast of here. Panglea? Have you tried New Hammerfell? I heard something strange happened thereabouts. Okay, wie komme ich aber dahin? Wenn ich hier in diesem Loop jetzt feststecke, wie komme ich denn jetzt dahin? So, wir laufen mal querfeldein so. Ich glaube, wir kommen dann so endlich hier raus. Hä? Da ist ein Brunnen. Schon wieder. Oh, irgendwann muss ich doch hier rauskommen. Und wieder dasselbe. Ja, kann doch nicht sein. Irgendwann müssen wir doch hier raus sein, oder? Oh. Nee, wir stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Hier kommen wir nicht mehr raus. Was sagt die Uhr? 3.35 Uhr. Dann suchen wir uns mal eine Taverne. Moin? Hallo? Ja, dann wo ist denn die nächste Taverne? Komm. Nordöstlich von hier. Nordöstlich. Das ist die Taverne? Moin. So. Immer noch nordöstlich, okay. Das ist die Taverne? Bitte sag mir, dass das die Taverne ist. Oder das hier. Könnte das hier vielleicht sein? Auch nicht. Moin. Nächste Taverne. Wo ist sie? Immer noch nordöstlich. Nordöstlich. Keine Taverne, auch keine. Ich finde es krass, wo wir hier gelandet sind, wirklich. In so einem Loop, wo sich alles hier wiederholt.
Moin. Nächste Taverne, bitte sag jetzt nicht nordöstlich. Nordöstlich. Jo, das sieht eher nach Taverne aus. Obwohl, das ist das hier nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass das eine Taverne ist. Menschen sind jetzt hier auch keine in der Nähe gerade. Auch keine Taverne. Das ist eine Taverne, bitte. Ich will jetzt langsam eine Taverne sehen. Menschen. Hallo. Wo ist die Taverne? Die nächste. That's easy. It's north east of you. Oh. Da stand noch was. That's in the city. Okay. Where is the nearest city? Gibt's hier nicht? Magiergilde, das wäre doch was. That's in the city. Ja, wo ist die Stadt? Egal. Wir müssen noch weiter nach Nordosten, Digga. Wir auch irgendwann aus diesem Loop raus? Taverne? Bitte sag mir, hier irgendwo eine Taverne. 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 Nordosten, boah, Digga. Nein, Nordosten müssen wir. Ja, das wird eine etwas längere Folge auf jeden Fall. Weil wir jetzt die Taverne suchen, bevor es dunkel wird. Bitte sei eine Taverne. Bitte sag, du bist eine Taverne. Sieht eher aus wie ein Farmhaus. Oh. Langsam verzweifle ich. Taverne? Northeast. Oh. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Den ganzen Loop wieder zurück zur nächsten Taverne. Bitte seine Taverne. Nee. Irgendwann muss sie doch auftauchen. Moin, hallo. Taverne. Wo ist sie denn? Nordosten, boah. Wenn ich jetzt einen kompletten Loop zurückgehen muss, um zur Taverne zu kommen. Den Brunnen, da waren wir doch schon mal.
Der war ja irgendwie nicht wiederholt, oder? Den hat man nur einmal gesehen gehabt. Hi, Taverne. Hä? Nordosten, boah. Okay, so langsam strapaziert's wirklich meine Nerven. Und wir haben es jetzt schon 5 Uhr. Wird dann auch bald langsam dunkel. Und ich habe jetzt wenig Lust hier von so irgendwelchen Goblins oder sowas massakriert zu werden. Achso. Ich wollte schon sagen, was war denn das Rote da oben auf dem Dings? Auf dem Kompass. Hi. Bitte sag mir jetzt nicht mehr Nordosten. Nord! Ja! Wir haben es wir sind nah dran. Nur noch Norden. Nur noch nach Norden. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir dann so aus diesem Loop raus. Hä? Achso. Steckt da ein Baum fest. Taverne? Bitte seine Taverne? Taverne, Taverne, Taverne. Oder Menschen, die mir sagen, wo die Taverne ist. Ich will zur Taverne noch, bevor es Nacht wird. Und bitte sag mir auf. Nordost, ach nö. Ah, dahin kommt Wasser wieder. Das heißt, wir kommen hier vielleicht aus diesem Loop wieder raus. So, wo sind wir? Was ist das? Achso, das hier. Wir sind wieder hier. Dann haben wir wieder Wasser am Horizont. Vielleicht ist das da die Taverne. Nee, hoi, hoi, hoi. Scheint keine Taverne zu sein, sondern ein Bauernhaus, aber... Okay, Menschen gibt es hier auch nicht. Moin. Nächste Taverne, bitte. Southwest? Ach, nö. Südwesten. Jetzt ist Nacht. Hä? Aber Südwesten hat er gesagt jetzt. Uhr 5:41 im Afternoon. The date is Fredas 4. auf Hellfire. Ich bin healthy. Aber der hat diesmal gesagt Südwesten. Hey, aber krass, wie weitsichtig jetzt ist.
brauche jetzt wirklich eine Taverne. Ist krass, wie weit man jetzt sehen kann, hä? Und bleibt das nicht gleich so? Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! We'll be right back.